Leute, ich befinde mich mal wieder nach langer Zeit mit meinem Hauptaccount hier am Ladoga-See. Und am Ladoga-See angle ich ja liebend gerne Hechte. Heute jedoch geht es auf die ganz, ganz kleinen Dinger. Schauen wir mal, was die Stichlinge so machen. Also ihr Lieben, legen wir los. Ich befinde mich hier unterhalb des Leuchtturms am Ladoga-See, bin hier einmal am Ufer entlang gelaufen, über die Brücke und hier unten, ja, hier unten sollen die Stichlinge laufen und ich habe mir meine dicken, fetten Ruten gepackt. Das heißt hier das gesamte Set von den kleinen Karma-Komfort-Ruten und die habe ich bestückt. Ja, so klein und fein, wie sie hier sind. Die sind ja von vornherein, das ist ja dieses Angelset, die sind ja direkt kombiniert mit der Lacerti. 5 Kilo Schnur, ich habe 3,2 Kilo Vorfach dran gemacht, Fluorocarbon-Vorfach, 24er Haken. Und die werfen wir jetzt hier einfach mal aus. Gucken wir mal, so 30% reicht das. Ja, ich glaube, das nächste werfen wir mal ein bisschen weiter. 45%, ja, schon ein bisschen besser. Und die dritte hier mit Zuckmücke, 50%. Ich habe hier auch nur überall die ganz kleinen Futterkörbchen dran, mit gerade mal 20 Gramm. 20 Gramm, 3er Fluorocarbon-Vorfach, 24er Haken. Und ja, gucken wir mal, was da geht. Ich glaube, hier den ersten, den werfe ich noch mal ein bisschen weiter aus. Auch so 50% hier mit dem kleinen Körbchen. Absinken lassen. Und da sieht es auch schon so aus. Ja, da ist schon Biss. Merkt man fast gar nicht, ne? Zack! Zielfisch! Mega! Mir fehlt die Trophy noch. Mir fehlt die Trophy noch. Von daher ziehen wir doch mal ein bisschen durch. Wenn man irgendwann mal so auf, jawohl, auf Trophy-Jagd ist bei den ganzen Fischen. Und man Stück für Stück alle, bei allen Fischen das Trophy-Zeichen dran haben will. Dann muss man irgendwann auch mal in den sauren Apfel beißen. Und die wahnsinnig ergiebigen Fische angeln. So, ziehen wir mal stramm. Vielleicht sollte ich noch ein bisschen weiter werfen. Aber es geht. Ja, es geht. Gucken wir mal, was hier alles beißt. Oh, ziemlich stürmisch hier gerade mal wieder am Ladoga. Aber auch da mit 26 Gramm. Ja, durch den Wind. Der Wind kommt jetzt gerade hier aus Nordwesten. Und weht noch mal ein bisschen mehr hier in Richtung dieser Ecke. So weit will ich eigentlich gar nicht. Und ich werfe gleich mal ein bisschen steiler entgegen. Zwischendurch ein bisschen kontrollieren. Ja. Die sind so klein, so leicht. 10 Gramm der Fisch. So, 60%. Ja, das sieht auch besser aus. 60%. Jawohl. Ui, kleiner Barsch sogar. Auf Zuckmückenlarve. Es gibt tatsächlich gerade einen kleinen Kaffeeauftrag dafür. Aber ich werde jetzt hier einfach mal durchziehen. Und, ja, in der Hoffnung, dass hier was Ordentliches dran geht. Hey, wie das Ding wegfliegt, ey. Das wiegt ja auch alles nichts, ne? Einfach ein bisschen auf Akkord. Ein bisschen hier zack, zack, ein Fisch nach dem anderen rausziehen. Ich habe schon überlegt, ob ich Futtermische reinballer. Irgendwas ganz Simples, so mit Zuckmückenlarve. Aber nicht, dass ich mir dann den Spot irgendwie versau. Sichling, jawohl. Stichling, nicht Siechling.
Ja, und so für zwischendurch kann man das mal machen, ey. Wobei ja jetzt hier zur Zeit wieder die Hechte ganz gut abgehen sollen. Da muss ich auf jeden Fall auch nochmal wieder ran. Schon lang keine Hecht-Trophy mehr gefangen. Auf Jerk. Jetzt im Livestream zuletzt nochmal neue Jerks gekauft. Alles immer testen, immer ausprobieren. Zack. Also man, das bimmelt hier nicht. Also da muss ich echt... Na komm. Aber auch ein 10 Gramm Fisch, Alter. 10 Gramm. Was macht man mit sowas? 24er Haken, ey. Zack. Oh, ey, hier war das. Ja, Mann. Alter, jetzt kommt direkt Trophy, ey. Boah, der erste Maßige. War das der erste Maßige? 36. Der erste Maßige. Vielleicht nehme ich doch ein bisschen größere Haken. Ich habe jetzt hier gerade... Ui, gerade 24er Haken dran. Alter, was ist denn Düte? Vielleicht nehme ich doch ein bisschen dickere Haken. Weiß es nicht, ey. Wie die aussehen. Oh Mann, ey. Die kleinen Racker, ey. Na, was haben wir denn hier, ey? Rotauge? Rotauge. Darf nicht fehlen. Muss immer ran, das Rotauge. Die Viecher, ey. Aber es funktioniert. Und ja, woher der Spot? Ich meine, der Spot ist nicht unbekannt. Und wurde jetzt vor kurzem im Forum wurde er gemeldet und wurde nochmal eingetragen oder hingeschrieben unter der Rubrik Hotspots oder so in der Art. Kann das sein? Ich schau gerade nochmal rein. Tatsächlich, Hotspots. Genau, TP Catch hat das geschrieben. Und er meinte, Leute, geht mal dahin. Dreistachliger Stichling. Hab ich gesagt, ja geil, Alter, mach ich doch. Geh ich doch mal hin. Und hol mir hier meine Trophy. Der Mistfink, der fehlt mir eh schon. Oh, ich hab's schon ein paar Mal versucht, ne? Aber ganz ehrlich, man hat ja auch nicht die Ausdauer. Jetzt mal ehrlich, wer hat denn die Ausdauer, auf einen Fisch zu angeln, der eigentlich nur Verschleiß bringt? Ich meine, der Kaffeeauftrag bringt, glaube ich, bei 5 Maßigen bringt der Kaffeeauftrag 19 Silber. Da habe ich die Würmer schon mal wieder drin. Aber letzten Endes geht es ja einfach darum, hier, da ist er, hier endlich den dreistachligen Stichling und den, der neunstachlige, der südliche neunstachlige, der ist auch nochmal dran. Den brauche ich auch noch. Die kleinen Viecher. Zack. Aber kann man machen. Also ich glaube mal so für zwischendurch kann man das einfach mal machen. Ich glaube, ich wechsle gleich mal. Ist mal 18 Uhr. Ja, ich glaube, ich wechsle jetzt mal eben durch. Ja. Vom 24er, vom vorgeschlagenen 24er Haken gehe ich auf den 20er Haken. Zack, auch hier wieder Regenwurm. Gib ihm. Zack. Da ist auch was dran. Das ist mir alles hier ein bisschen zu lütt. Das will ich nicht, ey. Auch hier Köcherfliege. War auch empfohlen. Da werfen wir ein bisschen weiter. Aber alles jetzt auf dem 20er Haken statt 24.
Einmaßiger erst. Einmaßiger. Gucken wir mal. Jetzt ist alles tot. Jetzt ist alles tot, das wär's, ey. Mega. Haken ist viel zu groß. Zack. Und. Oh, halt. Tauschen. 20er Haken, Zuckmückenlarve und gib ihm! Ich habe die Bremsen gar nicht runtergedreht, ey. Wenn da was Großes reingeht. Gerade auf dem Wurm hier. Machen wir mal auf 10 runter. So. Und. Ah. Auch noch nicht der Burner. Tja, ich weiß gar nicht, was gerade am besten läuft, ey. Köcherfliege? Wurm? Auf Köcherfliege gefangen? Auf Köcherfliege gefangen? Auf Regenwurm? Der maßige? Auf Köcherfliege? Vielleicht sollte ich mal auf die Köcherfliege gehen, oder? Bauen wir den auch nochmal eben um hier auf die Köcherfliege. Bisschen Zeit haben wir ja noch, bis es dunkel wird. Gucken wir mal, wie es dann in der Nacht aussieht hier. Köcherfliegenlarve und gib ihm. Schön hier in das Geschlonze rein. Zack und Biss. Eieiei. Oh. Hey. Oh, der biegt sich sogar richtig. Alter, ob das jetzt an der... Ob das an den dickeren Haken liegt? Das wär's natürlich, ne? Alter, 400 Gramm Barsch. Mega. Nicht schlecht. Zack. 300 Gramm Rotauge. Alter, und der geht auch richtig in die Knie. Ui. Alter, 600 Gramm. Was geht denn ab? Was geht denn ab? Und das einfach nur, weil der Haken ein bisschen größer ist, oder wie? Naja, es sind halt auch winzige Fische. Vielleicht sollte ich doch lieber bei dem winzigen Haken bleiben. Es ist eine schlechtere Frequenz direkt. Eine schlechtere Frequenz. Oh. Nee, und die verkehrten Fische. Und die verkehrten Fische. Ich werfe mal jetzt ein bisschen Ufer näher. Ist da was dran? Ja. Stimmt! Och, was? Gar nicht schlecht, ey. 126er Stint. Ja, davon nehme ich doch gerne noch ein paar mehr, ey. Wenn das so hier in Kombination geht. Hui! Alter! Haha! Ich liebe es mit den kleinen Fischen und den kleinen Ruten, ey. Mega gut, ey. Jawohl. Einfach immer Action bei den kleinen Kraben hier.
Ultralight Grundangeln. Oh Mann, ey. Bah, endlich mal wieder den Kescher voll gemacht, ey. Mega. Wartet mal ab, ey. Zack. Okay, ich mache wieder die kleineren Haken dran. Das wird so nix. Ich fange ja hier Hinz und Kunz. 24er Haken. 24er Haken. Regenwurm. Alter, der geht in die Knie davon. Alter, gleich bricht die Rute. Alter. Ja, Mann, entspann dich. Ui. Den drill ich müde hier. 800 Gramm Rotauge. Ist nicht dein Ernst, ey. 24er Haken dran. Köcherfliegenlarve. Oh. Tatsächlich. Deutlich mehr. Riesenunterschied. Deutlich mehr. Rotaugen, Barsche und was nicht alles für ein Geraffel. Nur mit den etwas größeren Haken. Welchen Einfluss hat der Haken auf den Köder? Auf den Fisch? Er hat einen Einfluss auf den Fisch. Aber deutlich, ey. Deutlich. Hammer, ey. Oder liegt es an der Uhrzeit? Zack. Hui. Also ich habe keine Futtermische hier reingeknallt oder sowas. Das ist einfach nur... Alter. Eine Brasse. Einfach nur naturell angeln hier. Hui. Leute, was geht denn ab hier so auf einmal? Rotauge 750. Krass. Und immer noch nicht. Und immer noch nicht die Trophy. Wie kann das denn sein? Ich stehe doch schon 10 Minuten hier. Stimmt doch was nicht. Stimmt doch was nicht. Mal eben hier beim Tipi-Catch reingeguckt. Der stand auch nur eine Stunde 40 hier. Und innerhalb von einer Stunde 40 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ah, nee. Ach du Scheiße. Und was nicht alles. 32, der ganze Kescher hatte 32 Fische. Rotaugen, Hecht, Barsch. Wahrscheinlich den Kleinkram schon weggeschmissen oder gar nicht aufgehoben. Ja, 6, 9 sind 10, aber 11. 11 maßige. In, sagen wir mal, Minimum 1 Stunde 40. 1 Stunde 50, vielleicht waren es einfach mal 2 Stunden. Ja, da weiß ich auch, was ich mich hier einstellen kann. Ziehen wir mal raus. Also in 2 Stunden, in 2 Stunden, in 2 Stunden habe ich dann die Trophy. Dann weiß ich ja Bescheid, ey. Maßige Fische. Köcherfliegenlarve, Alter. Oh, super Trophy. Ah, vielleicht auch nicht. Ah, nur ein olles Rotauge. Warte mal. Also der die Köcherfliegenlarve ist gerade schon zu gut, ey. Zack. Und weiter geht's.
Alter, das bringt den Zielfisch. Köcherfliegenlarve. Lüppt hier gerade. Cool. Siehste mal. Das ist doch mal was hier. Zack, zack, zack. Innerhalb von einer Minute. Ja, Mann. Ich meine, so Barsche und sowas ist ja auch ganz nett, wenn man so ein bisschen Köderfische haben will. Oder einfach auch skillen will noch. Wow. Wow, wow, wow. Von der Zeit her jetzt in 18 Minuten. In 18 Minuten. Fast 40 Fische jetzt zusammen. 40 Fische. Einmal kunterbunt. Und, ja, ich sag mal, diesen Wechsel auf den 20er Haken hätte man, kann man sich sparen. Also wenn man sich hier hinstellt, der 20er Haken ist irgendwie zu groß. Und bringt natürlich auch deutlich weniger Frequenz. Und die falschen Fische. So. Ja, angeln wir mal ein bisschen weiter und dann mache ich mal schön den Kescher voll. Beziehungsweise ich hole mir auch nochmal eben gleich ein bisschen Nachschub an Köcherfliegenlarven. Und dann sehen wir uns gleich mit dem vollen Kescher hier wieder. Tja, Leute. So nebenbei gucke ich gerade. Wie viel wiegt denn eigentlich so der Trophy? Wie viel muss denn so eine Trophy eigentlich wiegen, habe ich mir gedacht. Zum Beispiel 74 Gramm. Ja, geile Sache, ey. Oh mein Gott, geil. Machen wir dann erstmal nochmal ein schönes Foto hier von dir. Guck mal. So. Und mit offenem Mund. Mega, Alter. Richtig gut, ey. Mando. So eben nebenbei einkurbeln. So piep, piep, nächste. Piep, piep, next. Gerade noch in Rekorde geguckt. Och, da bimmelt's ja schon wieder. Ach, ist das gut, ey. Wöchentlich. Hier oben war er. Guck mal, wie schön. 74 Gramm. Nice. Komme ich sogar noch mit in den wöchentlichen Rekorde rein. Mann, 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 Mann. Der 65. Fisch. Mittlerweile. Also in der Nacht. Tipi Catch hat es im Forum auch geschrieben. In der Nacht. So gut wie gar nichts. Ich hatte noch einen Frosch gefangen. Ich hatte ein paar Kaulbarsche gefangen in der Nacht. Eine Sumpfelritze und dann jetzt hier zuletzt mit Sonnenaufgang tatsächlich 3 Uhr, 4 Uhr ging es auf einmal wieder los. Ja, bis jetzt gerade eben 8 Uhr, zack. Trophy gefangen auf Köcherfliegenlarve. Richtig gut. Richtig gut. Ja, ich glaube, ich packe ein. Ich habe mein Ziel erreicht. So, dann schauen wir doch mal eben ins Café. Im Café hatte ich beim Anfang auch schon gesehen. Alles klar. Ab 19 Gramm. Dann sortieren wir mal nach Gewicht. Ab 19 Gramm. 4 Stück. Zack. Bringen. Das ist natürlich ordentlich. Dreimal. Eigentlich Fisch ohne Wert. Wird dann dazu 19 Silber. Zack, die haben wir verkauft. Rotaugen. Ab einem Gewicht von 174 Gramm. 6 Stück. Jawohl. Bis zu 500 Gramm. Egal, bringt trotzdem mehr. 14 Silber. Verkauft. Barsche hatten wir nicht. Nicht so große.
Ach Quatsch. Der ist aber frisch reingekommen gerade. Das ist ja ein Zufall. Ha! Okay. Nee, 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 nee. Okay. Ab 49 Gramm ist natürlich auch schon eine Hausnummer. Nichtsdestotrotz haben wir vom Zielfisch doch schon viele, aber nicht viele maßige, ne? Wirklich viel Kleinkram, 48 Gramm. Wirklich viel Kleinkram, aber die Trophy, die ist dabei. Das war das Ziel. Abgehakt das Ding. Das bringen wir jetzt hier nochmal alles schnell zum Fischmarkt. Nach Preisen. Dort ist tatsächlich der wertvollste Fisch 12 Silber, direkt gefolgt hier von dem Stint. Ach, das geht eigentlich, ne? Besser als so Rotaugen, kann man sagen. Gar nicht schlecht. So, verkaufen wir mal eben die Session. Fangzeit 48 Minuten, 82 Silber plus die Kohle gerade vom Kaffee. Bisschen was über 100 Silber. Kann man machen. Für den Spaß und für die Trophy nimmt man das doch gerne mit. Kratsching! Wenn dir das Video gefallen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren, beim nächsten Mal wieder einschalten auf YouTube oder auf Twitch. Bis dahin, tschüss.